ist der Größte, der Herr aller Superlative. The King of Pop. Er konnte es nicht erwarten, auf die Bühne zu kommen. Er war so talentiert, so eine Ausnahmebegabung. Er ist ein Rätsel, ein Genie, eine Supernova. Keiner ist so hoch geflogen und so tief gestürzt. Er hatte nie die Möglichkeit, Mensch zu sein. Er hätte 1 Million gezahlt, um wieder richtig zu schlafen. Er hatte Lebensangst gehabt. Los Angeles, Holmby Hills. Das letzte Haus von Michael Jackson. Es ist der 25. Juni 2009, 12 Uhr mittags. Ein Anrufer meldet einen Notfall. Jemand benötige Hilfe. Er atme nicht mehr. Über Telefon ergehen erste Anweisungen. Sämtliche Wiederbelebungsversuche scheitern. Der leblose Körper von Michael Jackson wird abtransportiert. Vor dem Krankenhaus versammeln sich sofort Tausende von Fans. Wir wussten, dass es so kommen würde, dass Michael die Angriffe auf seinen Körper nicht länger überleben kann. War nicht gedacht, dass er viel früher zerbricht an dem, was mit ihm gemacht wird. Dass er das nicht durchhält. Was war in den Tagen zuvor passiert? Der Leichnam wird zur Obduktion in die Gerichtsmedizin überstellt. Die Forensiker kommen zu einem überraschenden Ergebnis. Michael Jackson starb an einer Überdosis Propofol, einem Narkosemittel. Im Blut des Toten werden auch diverse andere Medikamente nachgewiesen. Und der Körper des 50-Jährigen ist mit Narben und Einstichstellen übersät. Als ich von der Überdosis erfuhr, dachte ich sofort, er hätte vielleicht versucht, sich umzubringen. Oder dass ihm alles egal war. War Michael Jackson lebensmüde? Eine gewagte These, die in den Tagen der Trauer so niemand äußert. Alle haben den Star, die Legende, den King of Pop gefeiert. Doch Michael Jackson hatte auch ganz menschliche Züge. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Michael Jackson war ein ganz besonderer Mensch. Er hatte eine ganz besondere Seele, eine unschuldige Art, die Welt zu sehen. Und er sah Dinge, die andere nicht sahen. Der größte Star aller Zeiten und sein tragisches Leben. Immer wieder hat er sich neu erfunden, so dass am Ende niemand mehr genau wusste, wer er wirklich war. Gary, Indiana. Hier wird Michael Jackson 1958 geboren. Er hat 5 Brüder und 3 Schwestern. Fast alle sind älter. Die Familie lebt in beengten Verhältnissen. Michael hat Talent. Er liebt die Musik und den Auftritt. Er fragte mich immer, werden wir auftreten? Wir hatten im Hof gespielt oder im Keller, aber wir waren noch nicht auf der Bühne gewesen. Davon haben wir immer geträumt, die Bühne. Vater Joe erkennt die musikalische Begabung seiner Söhne. Und er will ihnen ein anderes Leben ermöglichen. Weit weg von den Stahlwerken, wo er selber schuftet. Er treibt sie an, lässt sie proben. Jeden Tag, ohne Kompromisse. Mein Vater war ein sehr starker Mensch, mit einem starken Willen. Er wusste, wie er uns Disziplin beibringen musste.
Ohne meinen Vater hätte es die Jackson 5 nie gegeben. Ohne meinen Vater gäbe es auch keinen Michael Jackson. He would tear you up if you missed. And so we, not only were we practicing, we were nervous rehearsing, because he sat in the chair and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up, really get you. But I got it a lot of times. Der Vater will den Erfolg seiner Jungs um jeden Preis. Als Jackson 5 tingeln sie durchs ganze Land. Michael ist 7 Jahre alt, der Jüngste. Und doch, ganz klar, der Frontmann der Gruppe. Er hat seinen Brüdern die Tanzschritte gezeigt. Ständig hatte er Ideen. Lass uns das versuchen, oder vielleicht sieht das gut aus. Überall hatte er seine Finger drin. Er suchte sogar die Kostüme aus. Bei den Choreografien hat er den Ton angegeben und Regie geführt. Wenn es ihm gefiel, ist er wieder mit eingestiegen. Es war jedes Mal perfekt. Er war ja so jung. Aber es blieb einem nichts anderes übrig. Du musstest einfach auf ihn hören. You had no choice but to listen to him. Die Jackson 5 kommen gut an beim Publikum. Ständig sind sie auf Tour. Eine Schule besuchen die Brüder schon lange nicht mehr. Der Vater ist nicht zimperlich. Er lässt seine Kinder sogar in Striplokalen auftreten. Michael hat als kleiner Junge diese sehr freizügigen sexuellen Akte auf der Bühne mitbekommen. Ich glaube, das hat ihn für den Rest seines Lebens verletzt. Später hat er den Schluss daraus gezogen, dass Frauen ihre Sexualität einsetzen, um Männer zu manipulieren. Deshalb war Michael sein ganzes Leben lang verklemmt. Er wusste mit weiblicher Sexualität nichts anzufangen.